Leute, ich habe eine mega geile Videoidee für dich. Also begrüß mal kurz deine Zuschauer. Warte, ganz kurz. Begrüß mal kurz deine Zuschauer. Können wir mal ganz kurz darüber sprechen? Ich habe eine saugeile Idee. Ich habe gerade auf TikTok ein Video gesehen. Ja, und das in dieser Kombination mit, du hast ja auch ein Oberteil, was wirklich sich nicht ganz sicher geworden ist, welche Farbe es werden wollte. Und daher dachte ich, dass das... Nee, jetzt nicht. Ich greife jetzt gleich in deinen Kleiderschrank. Kann man hier deinen Kleiderschrank rein bearbeiten? Nein. Okay, also hier ist dein Kleiderschrank rum. Ich nehme jetzt ein Kleidungsstück und halte das hier hin. Mhm. Und dann mache ich rum und halte das hier noch eins mit meiner anderen Hand hin. Aber ich filme ja gerade mit einer, also habe ich nur eine Hand. Und dann musst du Augen, mach mal Augen zu und zeig mal auf eine Seite. Na, klasse. Und dann musst du das Kleidungsstück... Aua, Kacke! Dann musst du das Kleidungsstück anziehen. Ja, mega. Das ist so lustig. Weißt du, was da für lustige Kleidungsstücke bei rauskommen? Du meinst ein Outfit. Ein Outfit, ja. Das heißt, du machst das einmal mit einer Hose, mit einem Oberteil und mit Schuhen und einer Tasche oder irgendwas? Exakt. Aha. Und komm, das drehen wir jetzt. Hast du was Besseres vor? Aktuell jetzt nicht unbedingt. Das kann ich angehen. Einfach so, dann sieht man das nicht, oder? Also, machen wir? Finde ich cool. Ganz kurz, mein Outfit, was ich gerade trage, finde ich eigentlich schon mal schön. Sehr schön sieht das aus, ja. Aber so, jetzt, okay, dann durchsuch meine Unordnung, nimm dir Teile. Wo setze ich mich jetzt okay, hin? Okay, pass auf. Weißt du was? Weißt du, was ich an einem Video geil finde? Ich muss eigentlich nichts machen. Ja, das gefällt dir, ne? Soll ich dir sagen, was ich an einem Video geil finde? Okay. Dass ich immer ein schönes Kleidungsstück hinhalte und eins, was mir nicht so sehr aus deinem Kleiderschrank gefällt. Ich gehe ein Stativ holen. Heieiei. Schaut euch das mal an, was ich für Schuhe gerade gefunden habe. Diese Tasche hier. Ich glaube, am Ende kommt es drauf an, wie sie es kombiniert, weil ich muss zugeben, wirklich krass hässliche Sachen finde ich jetzt nicht in ihrem Kleiderschrank. Aber ja, ich glaube, dass die Kombis nachher echt krass ausmachen wird. Das hier ist jetzt meine Auswahl. Hier werde ich jetzt... Aua! Ah, Kacke! Hier werde ich jetzt die Decke drüber legen. Perfekt, jetzt sieht man nichts mehr. Nee, ich werde das jetzt alles verdecken und werde dann immer zwei Teile rausziehen, über die Bibi halten und schaut euch bitte mal an. Ich glaube, da kann man echt schon wilde Kombinationen rausmachen, die auch gar nicht mal so geil zusammenpassen. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, du, meine Liebe, machst jetzt erstmal fett deine Augen zu. Ja. Ja, jetzt komm. Ja, ich will jetzt starten. Ich weiß ja gar nicht, wie so ein Outfit aussieht. So, du guckst nicht, versprochen. Hast du dann vielleicht auch Sachen rausgesucht, die schön zusammen aussehen können? Ja, klar, hier passt bestimmt einiges zusammen. Bestimmt. Also, ich würde sagen, womit beginnt man ein Outfit? Beginnt man erstmal mit den Hose, Schuhen. Mit den so stelle ich mein Outfit auch zusammen. Ich überlege so, jetzt mal, welche Schuhe. Also, entweder würde ich sagen, nehmen wir einmal die hier oder die hier. Dann wissen wir schon mal, in welche Richtung es ungefähr geht, ja? Also du musst jetzt nach links und dann nach rechts hängen. Okay, mein Gefühl sagt da. Ja, das Gefühl war auf jeden Fall... Okay, Schuhe sind ausgewählt. Dann brauchen wir jetzt erstmal zwei verschiedene Handtaschen, ne? Nehme ich einmal die oder hier die. Die mir natürlich viel besser gefällt, weil ich die der Bianca auch mal geschenkt habe, nicht wahr? Macht Spaß? Ja. Du musst ja eigentlich nichts machen, ne? Nee, noch ist alles entspannt. Okay, es fliegen jetzt zwei Taschen neben dir. Das kann doch nicht sein, du hast doch geguckt. Nein! Ich habe einfach blind auch einen geilen Style. Bis jetzt passt das noch gut zusammen, ne? Okay, pass auf, dann würde ich sagen, entweder jetzt hier so schlabbeldi-wabbeldi oder hier so schickosti-mikosti. Ja, dann nehme ich jetzt hier die Seite. Ey! Habe ich ein gutes Outfit bis jetzt rausgesucht? Schuhe, wir haben eine Hose, wir haben eine Handtasche. Wie wäre es mit einem Oberteil? Ein Oberteil. Ah! Okay, das könnte schön aussehen, schätze ich. Und dann eins, was nicht passen könnte. Ja, das würde ich sagen, ne? Ich würde da sagen, das scheißt ordentlich rein. Soll ich auswählen? Ja. Oh Mann, das ist voll schwer. Ich nehme das. Ja! Das war kacke, dein ganzes Outfit so hardcore. Was hast du da jetzt noch? Sag ich nicht. Das war, bis auf eine Sache hast du echt eine gute Wahl getroffen, würde ich behaupten. Okay. Einmal die Schuhe, für die du dich entschieden hast. Die sind schön, die mag ich sehr gerne. Die Tasche, für die du dich entschieden hast. Oh, geil, das passt ja sogar noch zusammen. Passt ordentlich, ne? Dann die Hose, für die du dich entschieden hast. Ja, auch ja, eine schöne Hose, aber würde ich jetzt nicht zusammen kombinieren, aber ja, ist auch schön. Geht schon cool, so in die Richtung, ne? Dann die Sonnenbrille, für die du dich entschieden hast. Ja. Krass, könnte echt krass. Ein geiles Outfit werden, wenn also, du dich nicht für diesen Pullover entschieden hättest. Oh nein! Dann zieh mal an. Okay, bist du soweit? Ja.
Zur Überraschung habe ich der Bibi hier einen Spiegel hingestellt. Dann komm mal her. Das ist so, als wärst du so ein, weißt du, wie es aussieht, als wärst du auf so einer Weihnachtsparty. Ja, und ich wollte mich so ein bisschen schick machen, aber trotzdem sowas weihnachtlich. Also ganz ehrlich, ich habe es mir deutlich schlimmer vorgestellt. Oder? Nee, du musst mir eine Note geben. Ach so, eine Note, okay. Dir, ich habe das Outfit doch quasi gewählt. Ja, aber du musst... Ich gebe eine 4 minus. Okay. Okay. Okay, also Augen zu wieder, oder? Das heißt, wir fangen jetzt mal mit den Schuhen an hier. Entweder die hier oder die hier. So, okay, ich hoffe, man sieht in der Kamera alles. Alles klar, wird ein interessantes Ausschnitt. So, Schuhe haben wir schon mal. Das heißt, entweder diese Tasche hier, ja, oder diese Tasche hier. So. Okay, ja. Bitte wählen Sie. Gute Wahl. Bitteschön, entscheiden Sie sich. Ich möchte haben gerne das. Gute Wahl, sehr gute Wahl. Wir haben jetzt einen Top, eine Hose. Ich hoffe, es ist eine Hose, ja. Eine Tasche, Schuhe. Bianca, hilft mir auf die Sprünge. Was hilft bei so einem Outfit noch? Ist alles da. Ja. Nicht, dass du nachher da oben ohne stehst oder so, weil ich nicht nachgedacht habe. Das wäre schlecht, das wäre schlecht. Okay, jetzt, ich bin gespannt. Das werden deine Schuhe sein. Okay. Boah, Leute, die habe ich noch nie angehabt. Die habe ich mir irgendwann mal gekauft. Die kann man nicht so gut zu allem kombinieren, würde ich sagen. Aber zu dieser Tasche kann man sie kombinieren. Oh nein. Dann dieses Oberteil, da ist auch Glitzer dran. Ach du Scheiße. Und diese Hose hast du dir noch ausgesucht. Aber jetzt nichts, was irgendwie besonders mega, duper, super, mupa hässlich ist, oder? Oh Gott. Oh, die Idee ist so lustig. So urkomisch. Okay. Ullala! Das ist viel schlimmer. Ja, okay. Die Schuhe gehen wirklich gar nicht. Ey, soll ich dir was sagen? Ich finde sogar, dass die Tasche zu dem Oberteil ganz cool aussieht. Man könnte sogar das Oberteil zu der Hose kombinieren. Aber warte, pass auf, wo ist diese riesen Sonnenbrille hier? Wenn du diese Sonnenbrille noch da anziehst, dann siehst du einfach aus wie so ein abgefreakter Hollywood-Star, der auf alles scheißt. Ey, ganz ehrlich? Nee, Julian, tut mir leid, sag nicht ganz ehrlich, das geht wirklich gar nicht. Ja, natürlich, wenn du so durch die Kölner Innenstadt läufst, dann kriegst du schon Blicke ab, aber eine wilde Kombination. Du willst sagen, dass du mit diesem Weihnachtshoodie lieber rumlaufen würdest als... Ja. Echt? Na klar! Gut, dann sagen wir eine 5. Weil schlimmer geht immer, würde ich sagen. Rechts oder links? Augen zu! Du! Rechts oder links? Rechts. Alles klar. Okay. Okay. Bitteschön, entscheiden Sie sich bitte jetzt. Okay. Mal so. Ja. So, jetzt will ich es auch sehen. Darf ich Augen aufmachen? Einmal deine Handtasche. Augen auf jetzt, ne? Oh. Fast passend, die Schuhe. Sticht sich nur ein bisschen. Das geht wirklich gar nicht. Dann das war meine andere Schuhauswahl. Ich weiß es nicht mehr. Dann das Oberteil. Ein Bademantel. Ja. Und die Hose. Eigentlich hätte ein Bademantel gereicht, ne? Wer trägt denn eine Hose zu einem Bademantel? Gut, wird ein wildes Outfit. Hä? Das hat ordentlich Grip und Drip. Wenn du mit dem Outfit jetzt gleich reinkommst, ja, ich muss ganz krasses Selbstbewusstsein spüren und du musst wie auf so einem Laufsteg reinkommen. Und dann muss auch Musik laufen, wenn du reinkommst. Also wirklich, das krieg ich hin. Kriegst du hin, okay. 3, 2, 1 und einlaufen bitte. Ja, wäre mir ja unangenehm, dass sowas von mir im Netz. Dein BH guckt raus. So. Sehr geil. Das ist sehr geil. Das ist schon. Sieht schon scheiße aus. Ja, es hat nicht so viel Drip. Würde eventuell eine 5 plus geben.
Denkst du, wir kriegen da eine bessere Note hin? Also es wäre schon geil, wenn wir ein richtiges Baba-Outfit hinbekommen. Ja. Ich werde mir jetzt Mühe geben, das jetzt ein Drip-Out. Kannst du die Sonnenbrille bitte anlassen? Dann weiß ich auch, dass du... dass ich das fühle? Ja. Entweder... So. Sag bitte vorher Bescheid, wenn ich die Augen zumachen soll. Das macht keinen Sinn. Ja. Bitte entscheiden Sie sich... Jetzt! Da. Okay. Jetzt! Da. Okay, jetzt ist die Entscheidung. Richtige, gute Wahl getroffen. Ich nehme rechts. Soll ich wählen jetzt schon? Ja. Ist das Schweigen jetzt gut oder schlecht? Nee, du hast geguckt? Ich oder hab was? Die Augen zu. Ja. Diese Sonnenbrille hast du. Ja. Ich weiß, die magst du nicht so gerne, aber dann hast du dich blind für diese Schuhe hier entschieden. Sehr geil, liebe ich. Den mag ich auch gerne. Für das mich passt auch noch zusammen. Ist ja, doch komm, gut, dann ne? auf die Hose an. Jetzt hast du dich für diese Hose hier entschieden. Oh, auch gut zusammen. Ah. Aber diese Tasche hier. Nein, du hast dich leider für die hier entschieden. Echt jetzt? Krass, oder? Mega. Also ich hätte tatsächlich, glaube ich, die Tasche nicht selbst dazu kombiniert. Weil ja gut, das ist heute kein Wunschkonzert. Ich glaube, das wird das schönste Outfit von allen bis jetzt. Bis gleich. Bis später. Okay, Leute, die Bibi kommt in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oha! Das geht klar. Das geht wirklich klar, das Outfit. Also es klar, ist, die Sonnenbrille ist... Die Sonnenbrille ist ein bisschen extrem, aber so... Es ist so einfach ein süßes Outfit. Ich find's auch süß. Es ist ein schönes Outfit. Es ist schon so ein bisschen so... Also, guck mal, warte. Das hier hätte ich auf jeden Fall auch vielleicht privat angezogen. Würdest du dich so in die Kölner Innenstadt trauen? Ja, natürlich würde ich mich so in die Innenstadt trauen. Es sieht auch wirklich cool aus. Aber... Welche Note? Ich glaube, das wird eine 2 Minus. Nein, was? Wirklich? Ja. Krass. Nein, würdest du sagen, wir belassen es dabei als bestes Outfit oder ja, soll ich nochmal auf ganz schnelle Welle nochmal ein Outfit wirklich in Wahnsinnsgeschwindigkeit? Aber besser kann es ja eigentlich nicht werden. Ach, dann mach noch einen. Auf ganz schnelle Welle, okay? Schnell für die Schuhe. Die, bitte schön, ich gebe sie dir sofort. Gelbe Schuhe. Das möchten Sie entweder das hier oder das hier. Das. Bitte schön. das hier oder das hier. Das. Bitte schön. Was? Das hier. Das. Ach, das ist gar keine Sonnenbrille. Was fehlt? Nix. Gar nichts. Wenn das doch jeden Morgen so schnell gehen würde im Kleiderschrank. Bianca Klasse. Ich hab keine Tasche. Was? Ich hab keine Tasche. Oh. A, B. Ha, bitteschön. Okay, Style-Ikone Bianca. Ja? Interessant. Da, aber wirklich? Pink mit Gelb sieht gar nicht mal so krass aus. Sag ich doch, ne? Das ist keine schlechte Kombination. Pink und Gelb, du bist mein Held. Oh. Note. Also ganz ehrlich, würde ich mich auch nicht schämen, mit rauszugehen. Also ich würde es nicht anziehen selbst, aber... Zieh mal die Brille aus. Drei Minus. Weil ich sowas früher in der Schule gehört habe, war ich immer zufrieden. Ja, ich muss sagen, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Julian, vielen Dank für diese mega spontane Videoidee. Sehr gerne. Der hat mich echt so krass überrumpelt. Die saß immer auf dem Sofa und meinte, ich habe eine Idee. Und ist aufgesprungen. Was heißt überrumpelt? Die Bibi hat am Wochenende eine Family-Feier. Und ist natürlich geil, dass du jetzt schon ein Video hast. Und ja, dann was für eins. Da freue ich mich auch sehr drüber. Bei 100.000 Daumen hoch mache ich das mit Bibis Kleiderschrank. Boah, das wäre geil. Dann musst du meine Sachen anziehen. Okay, Leute, Daumen nach oben. Doch, Leute, Daumen nach oben, das wäre sehr geil. Kriegst noch nicht mal 100.000 Klicks. Ich verlinke für unsere letzte Podcast-Folge unsere neue. Die unsere ist ja neue. Heute erst online gegangen. Richtig. Da haben wir ein sehr lustiges Spiel gemacht. Und zwar haben wir versucht, anhand der Stimmen verschiedene Prominente zu erraten. Ne? Mhm. Also ich glaube, das ist wirklich sehr lustig. Vor allem das Geile, ihr könnt mitmachen. Dann natürlich. Und auch. Es steht noch ein Quiz offen. Ne? Stimmt, am Ende steht ein Quiz offen. Ich bin sehr gespannt. Was ihr sagen werdet. Und Julians Video ist natürlich auch in der Informationsbox und sonst. Mhm. Ja, Daumen nach oben. Und jo. Das war's mit dem Video. Bei diesem Video müsst ihr auch nicht. Tschüss! Tschüss!